Also wir fangen an zu zählen. Von 5 würde ich sagen, weil sonst ist es zu langweilig. Also 5. Jetzt dürfen alle wieder ein Team einer vor und würden mal schauen, wie es denn dem Patienten geht und dem Verletzten geht. In unserem Fall haben wir jetzt einen Verletzten, den wir sofort aus dem Auto befreien. Das kann verschiedene Gründe haben, entweder wenn er leichter verletzt ist oder wenn er so schwer verletzt ist, dass es nicht möglich ist, ihn im Auto zu lassen, dann würde er aus dem PKW gebracht werden, so wie das auf der Fahrerseite passiert ist. Der Beifahrer, der ist soweit von seinen Werten stabil und bleibt jetzt noch im Fahrzeug sitzen. Jetzt brauchen wir als nächstes, müssen wir mal einen Rettungsdienst rufen. Ja? Also jetzt zähle ich 3, 2, 1 und ihr ruft alle. Der Rettungsdienst ist recht lang. Ne? Wir machen es wie in Österreich, da sagen die auch die Rettung. Ne? Also machen wir 3, 2, 1, Rettung, das langt. Ja? Also ich zähle 3, 2, 1. So, die haben wir auch erfolgreich gerufen. So, also die sind jetzt auch da. In dem Fall jetzt 2 Rettungswagen. Die haben wir schon mal sicherheitshalber in der Halle geparkt heute früh. Die sind jetzt mit den Tragen nur da und mit ihrer Ausrüstung. Die einen beiden kümmern sich um den Verletzten außerhalb vom PKW, die anderen beiden kümmern sich um den Verletzten im PKW. Und jetzt brauchen wir natürlich, um den zweiten Patienten aus dem Auto zu befreien, brauchen wir jetzt noch die Feuerwehr. Da muss man wieder zählen, also ich zähle wieder 3, 2, 1 und dann ruft ihr Feuerwehr, dann kommen die hoffentlich. 3, 2, 1. Und dann warten wir mal. So, die fahren wieder mit dem großen Auto her. So, wir schauen jetzt, dass wir das große Auge da ein bisschen verstecken, dass wirklich jeder was sieht. Und wie ihr seht, passieren jetzt viele Dinge parallel. Die Polizei und der Rettungsdienst kümmert sich um die Verletzten. Die Feuerwehr kommt dazu, damit sie anfangen, ihre Geräte aufzubauen. Als erstes steigt der Einheitsführer aus, der versucht sich jetzt einen Überblick zu verschaffen über die ganze Situation. Der spricht mit Polizei, mit Rettungsdienst. Einheitsführer den Befehl, das Fahrzeug zu verlassen, das war dieses Absitzen als Signal. Jetzt
werden die verschiedenen Geräte aufgebaut. Jetzt passieren auch wieder verschiedene Dinge parallel. Also neben der Patientenversorgung, Erstversorgung, im PKW, neben dem PKW, werden die Gerätschaften der Feuerwehr aufgebaut. Dafür kommt diese blaue Plane zum Einsatz. Auf dieser blauen Plane wird alles bereitgelegt, was wir jetzt für die technische Rettung brauchen. Hydraulischen Rettungsgeräte abgelegt, es wird Material zum Unterbau abgelegt, es werden Dinge zum Entfernen der Scheiben abgelegt, das brauchen wir glaube ich heute nicht mehr. Weiteres Unterlegmaterial wird abgelegt. Als erstes wird der PKW gegen Wegrollen gesichert, dann versucht man den PKW so abzustützen, dass die Federn überbrückt werden, das heißt, dass der Federweg nicht mehr möglich ist. Nur so kann erreicht werden, dass der PKW wirklich stabil steht, ohne dass es Erschütterungen bei der Rettung gibt. Die Vorbereitungen sind jetzt soweit getroffen. Jetzt sprechen sich alle Einsatzkräfte ab. Muss jetzt natürlich ein Arbeitsschritt auf den anderen abgestimmt werden. Normalerweise ist ein wahnsinniger Lärm, man hat es schon gemerkt, die Fahrzeuge laufen normalerweise, die Rettungsgeräte werden alle mit Benzin betrieben, beziehungsweise mit Generatoren betrieben, die mit Benzin betrieben werden. Das heißt, für unser Unfallopfer im PKW ist neben der normalen Stresssituation auch noch die Stresssituation größer, durch die ganzen Eindrücke, die es erfährt, durch die vielen Köpfe, die die ganze Zeit in den PKW schauen, deswegen versuchen wir auch immer, die Anzahl derer, die am PKW arbeiten, so gering wie möglich zu halten. Als erstes kommt jetzt am PKW die hydraulische Schere zum Einsatz. Mit der kann das Metall des PKWs durchtrennt werden. Wir versuchen jetzt also vom PKW das Dach zu entfernen. Es werden nach und nach die verschiedenen Säulen des PKWs durchtrennt. Bei neueren PKWs ist es zum Teil so, dass wir mit unserem Gerät schon an Grenzen stoßen. Da muss auf mehrere Male durchtrennt werden oder dann mit anderem Gerät weiter nachgeholfen werden, wenn es so nicht geht. Andi! Wir müssen dann andersrum, weil ich habe nicht mehr Schlauch. Ja. Wenn jetzt dann das Ganze durchtrennt ist, müssen alle zusammenlangen und das Dach dementsprechend abheben. Hast du hier auch einen Schreiber?
Jetzt ist es natürlich wichtig, dass man das Dach auch hält, weil sonst würde das unserem Unfallopfer auf den Kopf fallen. Dabei ist natürlich Vorsicht sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man das Ganze abhebt, nicht den Patienten damit streift oder so, weil das durchtrennte Blech natürlich messerscharf ist. Auf der Trage befindet sich schon die Vakuummatratze, also Patienten oder Unfallopfer, bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule erlitten haben. Die werden in der Regel auf eine sogenannte Vakuummatratze gelegt. Jetzt wird versucht, die Schaufeltrage hinter den Patienten zu bekommen. Der Patient ist erstversorgt, soweit stabil, wird jetzt mit vereinten Kräften auf die Schaufeltrage gezogen. Dabei ist es wichtig, dass der Zug immer von oben auf die komplette Wirbelsäule kommt. Würde man jetzt den Patienten weitere Strecken tragen müssen, würde man ihn mit einem speziellen Gurtsystem an der Schaufeltrage fixieren. Dadurch, dass die Trage jetzt direkt dahinter steht, kann man das vernachlässigen. Jetzt ist der Patient auf der Vakuummatratze. Das Ende mit der roten Mütze, das ist der sogenannte Rettungsdienstkäfer, der, wenn nach hinten umfällt, kann er nie mehr aufstehen. Auf der Vakuummatratze wird der Patient jetzt exakt angepasst. Das heißt, die Matratze wird an seinen Körper angepasst, wird die Luft rausgesaugt und damit liegt er wie in einer angepassten Matratze. Die Matratze kann in der Klinik auch mit geröntgt werden. Also man muss den Patienten danach so gut wie gar nicht mehr bewegen.